Ja, erzählen Sie mal, was erwartet die Besucher ab Samstag hier? Ja, die Besucher erwartet das. Und zwar, sage ich mal dazu, sonst hätten wir ja Zirkus gemacht, aber die Zirkustiere dann hier zu sehen, die sie auch anpacken können, streicheln können, das ist das Wichtigste damit bei. Und dass wir Ponyreiten machen und Kamelreiten. Und wer sich gerne mal mit einer Schlange fotografieren lassen möchte, kann sie auch natürlich, auch mit einem Kamel sie fotografieren. Oder auch mal mit einem Alligator, ne, der den Mut dazu hat. Also das ist alles da, was wir zeigen. Natürlich Pferde, Lama, Kamele, ne, was Sie gesehen haben, die kleinen Häschen, die haben wir auch da. Ne? Also wir haben von allen da was bei. Und wie läuft das? Was muss ich machen, wenn ich herkommen möchte? Sie müssen sich eintragen, das ist völlig normal. Ne? Und dann, wenn Sie genug weiten Abstand haben, müssen Sie ja alle wissen, die Leute, dass Sie den 1,50 Meter oder 2 Meter einhalten und nicht so nah auf einen drauf hingehen und, sage ich mal, ganz eng Kontakt zu suchen. Und bis jetzt, sage ich mal ehrlich, wie es ist, sind ja viele Leute schon darauf ausgegangen, dass sie schon mal einen Schnelltest gemacht haben. Ne? Also bis jetzt ist es ja die Quote ja runtergegangen, ist ja nicht gestiegen. Und ich bin da, guter Hoffnung bin ich dafür, dass das auch so weitergeht. Und dass wir diese Pandemie auch bald durchkriegen, dass wir auch wieder starten können mit unserem Zirkus.